Welcome and welcome to Tickly's Busy Kitchen with me, Tickly Nihan. Somebody sent me this fabulous recipe for apple strudel, and it's all in German. But that's no problem for Super Tickly. Oh, ja, das ist einfach. Es gibt nichts, was die deutsch sprechende Super Tickly nicht kann. Als erstes werde ich den Teig zubereiten. Dafür brauche ich 250 Gramm Mehl, ein Teelöffel Pflanzenöl und 125 Milliliter lauwarmes Wasser. Zunächst das Mehl in einer Schüssel sieben, um die Klumpen zu entfernen. Eine Prise Salz, das Öl und fast das ganze Wasser hinzugeben. Dann mit einer sauberen Hand alles zusammenmischen. Jeder Superheld hat seine Superkraft. Das ist meine. Wenn der Teig zu trocken ist, einfach so viel Wasser hinzufügen, bis es zu einem weichen Teig wird. Falls er zu klebrig ist, etwas mehr Mehl unterkneten. Jetzt habe ich einen schönen, elastischen und weichen Teig. Wunderbar! Ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche streuen und den Teig vor etwa 10 Minuten kneten. Von Zeit zu Zeit den Teig auf die Platte werfen. Böser Teig! Schließlich wird der Teig weich und seidig glatt. Genauso wie mein Gesicht. Den Teig in eine gefettete Schüssel legen und zugleich mit Plastikfolie bedecken. An einem warmen Platz den Teig für 2 oder 3 Stunden gehen lassen, zum Entspannen. Nun bereite ich die Füllung vor. Dafür brauche ich 1 Kilogramm Äpfel, 150 Gramm Semmelbrösel, 100 Gramm Zucker, 100 Gramm Butter, 50 Gramm Rosinen, 50 Gramm zerkleinerte Walnüsse oder Haselnüsse, den Saft einer Zitrone, 1 Teelöffel Zimt. Die Hälfte der Butter in einer Pfanne schmelzen lassen, Semmelbrösel zu geben und 1 bis 2 Minuten leicht kochen lassen. Jetzt vom Herd nehmen. Was für ein Chaos auf meinem Herd. Kein Problem. Für einen Zwischenfall wie diesen ist mein Staubsauger in der Küche immer parat. Schön! Die Äpfel entkernen, schälen und grob in Stücke schneiden. In eine Schüssel legen und mit dem Zitronensaft, Rosinen, Zucker, Zimt und den Semmelbrösel gut vermischen. Super! Nach 2 Stunden ein großes Tuch ausbreiten und mit reichlich Mehl bestreuen. Danach den Teig darauf legen und vorsichtig bis auf etwa 30 x 20 cm ausrollen. Jetzt den ganzen Teig mit etwas Pflanzenöl bepinseln und anfangen ihn in alle Richtungen auszubreiten. Keine Sorge, wenn es kleine Löcher im Teig gibt. Diese werden unsichtbar im fertigen Strudel. Wir möchten den Teig so dünn haben, dass man seine Hand dadurch sehen kann. Jetzt die Kanten mit einem scharfen Messer sauber wegschneiden. Die restliche Butter zum Schmelzen bringen und auf den Teig platschen.
Wenn man es mit einem Pinsel versucht, so reißt es ihn höchstwahrscheinlich. Überall auf dem Teig die Nüsse verteilen. Die Füllung auf ein Ende platzieren. Mit dem Tuch als Helfer ist es einfacher, den Teig zu einem Strudel zu rollen. Mama Pyjama! Die Enden zusammendrücken, zurechtschneiden und unter den Strudel falten. Sorgfältig auf ein Backblech legen. Keine Sorge, wenn man den Strudel bisschen biegen muss. Mit ein klein wenig Butter bestreichen und im Backofen bei 180 Grad Celsius für etwa 30 Minuten backen. Nach 30 Minuten sollte der Strudel schön golden sein. Brustwarze! Zum Servieren leicht mit Puderzucker bestäuben. Am besten schmeckt er in Scheiben geschnitten, mit Schlagsahne oder Vanilleeis. Dieses Kostüm ist so eng. Wie bekommen die deutschen Damen es hin, dies den ganzen Tag zu tragen? Jeden Tag? Ein Moment, bitte. Oh, that's better. Join me next time in Tiddly's Busy Kitchen with me, Tiddly Nihan. Until next time, chuda hafiz. Chuda hafiz.